ATT Hello Lab, these guys, they reached out to me. They do awesome stuff with creators. They said I could be one of the creators. They said, if you could do anything in the world on Snapchat, what would you want to do? And I said, every Monday I'd want to do something awesome with my Snapchat friends. So basically, every Monday, you guys send me snaps of what you think we should do. No matter how crazy they are, I figure out how to do it, and we have the best day ever. It could be make a Chandra Snapchat in real life. Or maybe cereal slip and slide. We got cereal. We got milk. We got a slip and slide. Do you follow your desires? Or even disco skateboarding. Or even as crazy as yodel from the top of the mountains. So that's it. Basically, Mondays are going to be ridiculously awesome. See you then. Hallo Freunde, ich bin SpongeBob. Ich bin Simba. Hallo. Ich bin gerade ganz froh, dass ich kein Student bin. Sieht mir hier alles zu viel nach Arbeit aus. Bla bla. Bla 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 bla. Bla bla bla. Bla. Bla bla bla. Ja, diese Erdogan-Satire beschäftigt uns auch heute noch. Wir machen ein Stück über Pressefreiheit in der Türkei und über Meinungsfreiheit. Deswegen das Interview. Aber dass das Ding solche Wellen schlagen würde, dass gerade sogar CNN darüber berichtet, ich habe es gerade gesehen. Oh Gott. Es gab auf meiner Facebook-Seite eine Riesendiskussion, weil angeblich habe sich die türkische Regierung an dem Satz Kurden hasst er wie die Pest gestört und ansonsten nichts anderes. Der Mann hat versucht, das zu verifizieren und warst du erfolgreich? Nee. Nein, wir konnten nicht. Hat er nicht gesagt. Also zumindest haben jetzt Kurden keine Quelle, die sie bestellt. So, schönster Cross-Media-Wahn. Ich bin auf Facebook darauf aufmerksam gemacht worden, dass mich die Kollegen von Z auf ihrer Seite als Snapchatter empfohlen haben. Herzlich willkommen. Das ist mein neues Abendritual. Ah, oh, hier. Ein Riesenbecher Kaffee zum Mitnehmen. Der ist wirklich riesig geworden. Ich fand das ja sehr lustig, dass der Kollege bei Z mich hier als latent lamoyant, also Jammerlappen in den Abendstunden bezeichnet hat. Dagegen der Kaffee. So, 20 Grad was. Das ist der Gregor, das ist heute mein Chef vom Dienst. Der checkt alles nochmal, was ich so in die Kamera erzählen möchte. Aber so richtig zufrieden ist er noch nicht. Sag immer, du musst dich. Kann ich den jetzt gehen, Gregor? Ja, du darfst. Achso, nee, hier, Star Wars Spin-off. Uns fehlt ein bisschen das Foto noch von. Ich habe keine Zeit, ich muss ins Studio, ich muss in die Maske und ich stehe wie immer um diese Uhrzeit vor dem Schrank und weiß nicht, was ich anziehen soll. So, wir haben es immer doch noch geschafft. Los Probos machen wir jetzt.
Und hier ist das große grüne Studio, die grüne Spielwiese. Das ist der Hamid. Sag mal, hallo Snapchat, Hamid. Hallo Snapchat. Hallo liebe Gemeinde. Gut, segne euch. Schön, dass... Tag zusammen, hier ist heute Plus. Gut, dass ihr uns gefunden habt. Abends aufs Neue faszinierend finde, ist, dass bei hinter mir alles grün ist und nichts zu sehen. Und auf den Bildschirmen sieht es aber so aus. Alles fake beim Fernsehen. So, in 2 Minütchen geht's los und es fehlen noch einige Filme für die Moderation. Mal gucken, ob das noch was wird. Ihr könnt zugucken, heute.de. Es hat alles geklappt, es hat noch immer gut gegangen. Und ich bin jetzt durch. Aber ich möchte noch anmerken, ich habe den ganzen Abend nicht darüber gejammert, dass ich müde bin. Ich hatte ja auch Kaffee und ich habe mich nicht getraut. Morgen ist Stammtisch Wissenschaftskommunikation in Berlin und es geht unter anderem um Snapchat.